in die Geschichte eingehen. Das wollen die Bayern. Meisterschaft und Champions League abgehakt. Jetzt zählt der DFB-Pokal. Wir haben die große Möglichkeit, was Einmaliges zu erreichen, was es noch nie in der deutschen Geschichte gab. Das heißt, das Triple zu holen. Die Münchner mussten unter der Woche zur Normalität zurückfinden. Denn in Berlin geht es um Titel Nummer 3. In der Hauptstadt geht es um Trophäe Nummer 3. Im Berliner Olympiastadion geht es um das Triple. Ich habe in meiner langen Laufbahn so vieles Positives erlebt und deswegen denke ich, dass es der Situation geschuldet ist, dass wir eben alle noch gierig sind, alle noch hochmotiviert sind, auch eben den dritten Triumph in diesem Jahr zu schaffen, und das wäre der Pokalsieg. 2013, das Jahr der Bayern. Das Jahr des Jupp Heynckes. Das Spiel gegen Stuttgart. Es wird sein letztes sein. Hoffentlich belohnen wir uns und unseren Trainer damit, dass wir etwas schaffen, was es noch nicht gegeben hat, in Deutschland das Triple zu holen. Abschlusstraining in Berlin. Die Mannschaft locker, gelöst, aber fokussiert. Das große Ganze im Visier. Ja, die Gedanken im Moment sind bei der Mannschaft. Bei der Vorbereitung auf das Pokalspiel. Natürlich am schönsten ist es, wenn man dann diesen Pokal auch nach Hause mitnehmen kann. Die Bayern am Ziel ihrer Träume. Fast. Ein Spiel, ein Sieg und sie gehen in die Geschichte ein.